Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen zu Escape from Tarkov und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde auf Shoreline. Wir haben uns dieses Mal eine Tosse in die Hand genommen, haben uns zusätzlich noch einen Verband mitgenommen. Einfach aus dem Grund, der Tosse wäre mir sehr wahrscheinlich angeschossen, wenn wir so nahe an den Skaff ran müssen. Und dementsprechend möchte ich zumindest eine Bandage mit dabei haben. Ah, unser Spawn ist jetzt mittelgut. Die Frage, ob da unten einer gespawnt ist. Schaut irgendwie nicht so aus. Ich hätte einen Rucksack mitnehmen sollen. Das wäre schlau gewesen. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich Richtung Tanke gehen. Also irgendwie waren da vorne schon Schüsse zu hören. Das letzte Mal, wo ich mit der TOS gespielt habe, das Video habt ihr leider nicht zu sehen bekommen, da war ich im Krankenhaus. Der auch eine 4-Schuss-TOS mit dabei. Und habe gegen den richtig gut gegierten Spieler gekämpft. Habe ihm 4 TOS-Schüsse reingelassen und ja, passiert ist halt nichts. Weiß nicht, ob er einen Body Armor anhatte oder eine Packer. Ich glaube, es war ein Body Armor. Aber ich habe jetzt schon Richtung Hals, Gesicht gezielt. Und sie kennen es, gell? Ich könnte auch unten am Strand sein, nur wenn es unten am Strand sind, sind meistens 2 oder 3 da.
uns weg. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob die Schüsse jetzt für mich waren. Aber Will hat gerade Angst um sein Leben. Deswegen nimmt er die Beine in die Hand. Oh Scheiße. Scaff am Dach. Ich muss an die Mauer. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ob ich das Risiko eingehen soll. Auf jeden Fall lebt noch ein Scaff. Connor, I'm done. Okay. TT-Munition. ja, die bräuchte man eigentlich schon lange. Aber... Jetzt müssen wir uns das erste Mal... Woher hat der das jetzt gewusst, dass ich da drin bin? Das würde mich echt interessieren. Ich lege die jetzt nur ganz kurz in meinen Safe-Container. Ach, das ist so doof, dass der jetzt da rausschaut. Aber egal.
Okay. Gut. Ja, und da ist jetzt noch eine Leiche zum Durchsuchen. Wichtiger wäre jetzt auch noch was zu trinken. Natürlich nichts zu trinken. Puh. Jetzt kommt noch die gefährlichste Aktion, die zweite Leiche zu looten. Und dann noch den Duffelback draußen zu machen. Und dann müssen wir mal weiterschauen. Hier haben wir jetzt auch noch eine Duffelback. Boah, noch ein IFAK. Ein Traum. Schon langsam haben wir unsere Schlüssel wieder beieinander. Den einen haben wir auf Wutz uns geholt. Sagt die Zeit 44 Minuten. Ich würde immer noch interessieren, warum er wusste, dass ich da drin bin. Hast du ja gehört, wie ich die Tür aufgemacht habe? Das Einzige, wie ich es mir erklären könnte. Bisschen aufpassen. Ich habe eine frische Wunde noch, oder? Ne, habe ich keine. Sehr gut.
Leute, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Jetzt hier bei der Road to Customs wieder rauszukommen. Granaten haben wir keine, gell? Nee. Ein Skaff wird bestimmt da sein, mindestens. Wenn es dabei sind, bin ich am Arsch. Wie immer. Die sind brutal. Die sind brutal, die Scuffs hier. Ich verstehe es nicht. Der Tod? Natürlich nicht. Jetzt komm, wenn du möchtest. Ah! Wir haben es geschafft, aber natürlich wieder ein Haufen Munition verschossen. Es ist einfach kacke. Gut, wir haben zwei Pistols mit einem Haufen Munition, aber die wichtige PS-Munition haben wir alles verschossen. Naja. Auf jeden Fall wieder mal ein Erfolg. Den können wir brauchen, um weiter zu zocken zu können. Männer und Damen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge Escape from Tarkov wieder. Für euch, Servus, euer Dr. Bühl.